Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für uns an die kombinierte Prüfung in Thun. Das ist wieder ein Konkurs, wo ich noch nie geritten bin. Und eben, es ist eine kombinierte Prüfung B1, das heisst, zuerst kommt das Dressurprogramm, das CC B1A, das heisst, also es ist eigentlich so ein bisschen das einfachere Programm. Also ich persönlich finde es ein bisschen komisch, es ist irgendwie recht viel Galopp und alles aus der Mittelwolte, auch Galoppverstärkung, was leider im Limit nicht so liegt. Gestern waren wir ja noch in der Dressurstunde. Und zuerst hat so auch das beidhändiges Überstreichen hat wirklich gar nicht funktioniert. Dann haben wir das noch, ja intensiv schon nicht gerade, weil wir ja heute Konkurs haben, haben wir das noch ein bisschen geübt. Und jetzt funktioniert es so einigermaßen. Und dann, der zweite Teil ist dann springen. 90 cm, ihr habt schon so ein paar Bilder gesehen. Es ist halt einfach irgendwie mit 8 und 9 Sprüngen. Ein Springparcours, 90 cm. Für uns ja immer so ein kleines Problem, weil ich einfach bei 90 habe ich immer das Gefühl, ich weiß nicht wie anreiten. Dabei könnte ich einfach ganz normal reiten wie auch im 80. Und der Lemmy merkt das locker, aber irgendwie in meinem Kopf habe ich immer das Gefühl, ich muss anreiten wie weiß auch nicht was. Als würde ich 1,60 m springen und dann haben wir halt viele Fehler, wo ich vor dem Sprung alles lassen und nicht mehr machen. Und ich probiere heute wirklich, es geht ja nicht auf, also mal, es geht schon auf Zeit, wo es geht ja nach Rangpunkten in kombinierter Prüfung, aber ich probiere halt einfach vor allem noch zu reiten, wo in der letzten kombinierten Prüfung, als ich geritten bin, hatte ich eine Stange und hatte dort noch gehabt. Dann wäre ich klassiert gewesen. Das heisst, ja, heute wird es wahrscheinlich ähnlich und gleich sein. Ich würde auch so probieren, solide Dressurzeiten, wirklich ruhig zu bleiben und nichts zu überhasten. Und dann im Springen möglichst null Fehler reiten, aber auch nicht übergehen, wenn ich halt eine Stange habe. Das ist eigentlich auch schon alles. Ich wünsche euch jetzt viel Spass bei diesem Video. Thank you.
Thank you.